Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video dieser Firma. Und diese Firma heißt JB Performance GmbH und die ist ansässig in Gelsenkirchen nicht. Das will nämlich keiner, sondern in Dortmund. Grüße gehen raus. Das hat alle Gelsenkirchener beleidigt. Warum will man denn da nicht sein? Ist zu blau. Gelb's viel schöner. Also, eigentlich nicht. Ja, jetzt verstehe ich. Nein, eigentlich nicht. Auf jeden Fall, dieser wunderschöne NSX, der wirklich überraschend schön ist. Also was diese kleine Mini-Vorlippe ausmacht, schon echt widerlich. Aber umso näher, ich glaube, dass viele Leute, die die Videos gucken, sich denken, ja, der ist bestimmt riesig, ne? Aber der ist gar nicht riesig. Der Wagen ist so klein, weil wenn man sich vor Augen hält, wie klein diese kleinen Pupsfelgen sind, ne? Kriegt man so eine Idee, wie groß das so ist? Vielleicht, ja. Guck mal, hier, ja, ist, also hier ist die Felge ja, so vorbei. Ist ja, schon klein, ja. Und hier ist die Felge vorbei. Ja. Ja? Und ich glaube, wenn man NSX auf Bildern sieht und wenn man 350Z auf Bildern sieht, sieht man die in der ähnlichen Größenklasse. Ja, ich glaube schon, ja. Ne? Was nicht der Fall ist. Was nicht der Fall ist, auf gar keinen Fall. Somit haben wir uns jetzt überlegt, wir machen es mal anders als sonst. Normalerweise fangen wir immer an mit tiefer legen. Mhm. Ich habe ein bisschen Sorge, das Auto tiefer zu legen, weil das Auto ist nämlich schon tief. Ja. Also. Normalerweise legen wir tief. Okay? Ja. Aber diesmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass tiefer legen vielleicht nicht die idealste Lösung ist. Ich finde das gut. Ich auch. Wir werden ihn auch tiefer legen. Aber ich will mal eben demonstrieren. Wenn Autos hier sind, sind die Bullen tief. Bei 8 cm, ne? Ja. Also wirklich krass geisteskrank tief. Ja. So, und jetzt denkt man sich, ja, steht doch gut. Ja, richtig, aber der ist Serie. Ja. Ne? Jetzt siehst du das hier. Das ist ja wirklich nicht viel. Ja, das können wir ja noch runter machen. Richtig. Richtig, richtig. Richtig. Aber guck dir mal das hier an. Ja, müsste eigentlich ein bisschen mehr sein, ne? Genau, deswegen machen wir erstmal Räder in diesem Video. Räder, die ich immer haben wollte, die wirklich sehr kultig sind. Und wir müssen gucken, ob das auch passt von den Distanzscheiben und von den Reifenmaßen, die ich mir so ausgedacht habe. Das kommt jetzt drauf, dann gucken wir uns das an und dann gucken wir mal, wie das fährt. Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht sogar so bleiben kann. Ja, ne? Ja, verstehe. Wir nehmen mal ein kleines Referenzmaß. Weil wir haben jetzt 245, 40, 17, 68 machen wir mal so auf die Mitte. Genau, ne? Ja. Und vorne haben wir ja das andere Radhaus und 64. 68 und 64. Und guck mal bitte, wie viel Platz in dem Radhaus ist. Das ist echt Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Leute, guck mal bitte. Guck mal. Das täuscht so krass. Wie kann ich es am besten machen? Guck mal. Weißt du? So hier. Das sind 5,5 cm. Krass. Was hier Luft ist. Und das ist ja ein sportliches Auto. Wenn man das so fahren sieht, dann denkt man auch immer, guck mal, wie fett der so ist, so als Sportwagen. Hier ist nichts fett. Und guck mal vorne, ist das gleiche Spiel. Ja, das ist echt Wahnsinn. So, okay, jetzt zeigen wir die Räder. Schicke Räder, schickimicki. Ja, obwohl, nee, also gebraucht, gekauft bei ATR. Vielleicht kennt ihr den. So ein NSX-Spezialist in Deutschland. Okay. Die sind auch 14 Stunden drin, glaube ich, gefahren mit dem Weißen mal. Auf jeden Fall sehr, sehr lieber Typ. Und der hat uns auch so Dichtung. Einen Schaltknopf habe ich auch einen neuen, originalen NSX-Schaltknopf von dem bekommen. Die Lippe habe ich auch von dem gekauft. Also ganz cooler Typ. Ah. Und zwar gebrauchte Enkai-Räder. Cool? Kann machen, ja. Ja, es ist halt nicht so spektakulär, aber ich finde Enkai voll Honda-mäßig. Ja. Ich finde das Design voll NSX-mäßig und es ist halt so richtig Formel 1-ig so. Sind das nicht dieselben, die Max auch hat? Auf Mercedes? Sind das die? Ja, Mann. Max, sind die also Brothers. Bang-Brothers. Also, 68, 64. Was waren denn nochmal die Maße? Ja, 10x18. Hinten aber, ne? Hinten. Vorne? Und vorne eine 8,5er, glaube ich. 8,5x17. Ah, okay. So, und auch so wie ich war beim Bestellen und beim Raussuchen, so, man kennt das, so unter Tunern so, oder du willst ja immer mehr. Und dann lese ich so, ja, vorne 17 Zoll, und dann habe ich den Win gefragt von Hoonigans, so, was hast du vorne? Und er so, ja, 17 Zoll, Maximum 18. Und denkst du so, was? Wie 17? Gibt es überhaupt Reifen noch? Dann habe ich ein bisschen rumgeforscht, es gibt auch welche, die fahren rund um 19. Das sieht auch sehr, sehr, sehr geil aus. Muss aber auch nicht sein. Ich glaube, das wird ganz, ganz coolig aussehen. Coolig. Jetzt eine Macke. Ja, immer noch besser als die jetzigen. Was ich jetzt da drauf habe, sind quasi Rohdiamanten auf dem Bergbau. Ja. Oh, krass, Alter. Scheiße, ich habe die noch nicht gesehen. Guck mal. Echt klein, ne? Klein? Ja, das ist klein.
Eine Trinkflasche. Eine Trinkflasche von ATR, nsxparts.com. Geil. Hat sich schon gelohnt, dass du die reingetan hast. Könnte aber was anderes sein. Ich wollte ganz kurz was sagen und dann habe ich... Hast du gedacht, nein, das ist ein seriöser Kanal? Genau. Farbe ist aber geil, ne? Ja. Und nochmal so ein Knubbel. Wir machen jetzt mal wie immer so ein Ratzi-Fatzi, aber mal anders. Mal ein bisschen kreativ. Wir machen jetzt mal einen Aufzieh... das ist der Tag, wo das Museum aufmacht nebenbei. Mhm. Also mal kreativ, mal was anderes so, jetzt aufziehmäßig. Kann ich vielleicht Schlager, zünftige bayerische Musik. War schon Musik? Ja. Yeah. Aber zünftige. Okay. Los geht's. Gut abgedanzt. Gut abgedanzt, ne? Ja. Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig aussieht nachher. Also wir fahren Goodyear Eagle F1 Reifen. Hinten 255, 35, 18. Und die vorderen waren, weiß ich das gar nicht mehr, die vorderen waren 215, 40. 215, 40. Krass. Ja, und dann wiegen wir den gleich auch mal, weil 215, 40 muss ja auch durch die Kurve irgendwie durch. Wenn du überlegst, ein GTR fährt vorne 285. Ja. Ein Getunter. Der fährt vorne 285, wir fahren 215 vorne. Ja. Aber wenn mir das jetzt hier nicht zusagt, gib mal bitte hin, dann gehen wir auch nicht vollen. Dann machen wir richtig große Räder auf. Was willst du machen dann? 19. Vorne und hinten. Ja, ja. Dann machen wir ein Bild rein von dem einen mit 19. Das sieht echt krass aus. Der hätte ein schwarzer auch mit T37. Und wenn wir damit fahren, ne, dann werden wir auch mal Grip haben. Weil das aussieht, wie er noch nie Grip hatte. Das stimmt. Da sind wir aus der Pause auch wieder zurück. Was gab es bei dir zu essen? Ich habe einen Burger gegessen, seit langem mal wieder, ja. Ah, drauf unten in der Straße, der Land? Nee, bei uns. Ah, bei uns. Spaß, Mann. Ja. Nee, nee, bei uns, bei uns. Gibt's doch einen Laden, deswegen dachte ich. Ja. Deswegen ja. Dachte ich. Nee, nee, ich habe bei uns Burger gegessen. Unten in der Straße, der Land. Ja. Oh, also, wir haben hier unsere wunderschönen Enkais drauf mit den wahnsinnigen Zord 15, 40, 17 hinten, vorne. Hinten wäre, da wäre jetzt kein Sport, oder? Und 255, 35, 18 hinten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so den Riesenkick bringen wird. Es wird auf jeden Fall tausendmal besser sein als das da. Das ist schon die Facelift-Felge, ne? Ja, aber trotzdem. Weil wir haben ja 64 cm, ich hab's mir gemerkt, 68 hinten gemessen. Mhm. Weil ich glaube, dass der ganze Reifen größer wird. Das habe ich schon tausendmal in Videos erzählt. Ist dann natürlich der Abstand im Radtausch schon mal etwas kleiner und das Auto kommt etwas hoch. Was in diesem Fall gut ist, wir wollen, dass er hochkommt. Okay. Damit wir, wir wollen, dass er hochkommt, damit der Tuner tiefer schrauben kann. Ja. Okay, komm, wir vergleichen mal die vorderen. Ich hole mal eine neue. Sebastian, kannst du mir eben was gehen? Ja, oder so. Schon gut. Ja, Stückchen ist es, ne? Zentimeter oder so, ne? Halber Zentimeter. Ja, so ein Zentimeter. Ja, doch. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Wir haben schon einen anderen Aufwand gemacht für einen Zentimeter. Aber hallo, ey. Zentrierring ist da drin. Gucken wir, was hier passiert. Oh. Brauchen wir dicke Distanzscheiben noch. Ja, ne? Ja. Und wir haben Stehbolzen-Scheiße hier schon wieder. Nee, du. Oh, da können wir Distanzscheiben. Selbst mit den Stehbolzen. Können wir machen? Einmal eine dran. 2-3 cm sogar, ne? Es sieht fast genauso aus wie vorher. Was für Herzschlag von Alkohol gebraucht hat. Der schreibt alles mögliche auf die Distanzscheibe drauf, ne? Mhm. Alles. Nur nicht, was im Loch ist. Und das ist schon eine Distanzscheibe jetzt. Also. Ja. Wenn, es müsste, glaube ich, 114,3 sein. Glaube ich. Weil das können wir nämlich schon ohne runterlassen. Ne? Können wir schon prognostizieren, dass das scheiße ist. Bitte, 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 bitte. Passt nicht? Es ist 114,3 oder 112 könnte es auch sein, das kann man nicht genau erkennen. Die Bohrung oder was? Passt nicht? Hm? Die Bohrung passt nicht. Genau, Bohrung. Aber ich habe noch ein bisschen was. Ich bin sofort zurück, einen Schnitt. Der braucht eigentlich auch wieder einen Namen, der Schrank hier, ne? Ich weiß gar nicht, was die Mittelbohrung ist von sowas hier. Du? Ne. Also, wir machen mal... Ja. Also, die nehmen wir schon mal.
Und dann haben wir 114,3. Da müssen wir adaptieren drauf. Und wir haben nicht so viel Gressgewinde mehr. Nur zwei. Erstmal vorne. Denkst du, hinten ist nicht auch nötig? Lass mich erstmal in dem Block. Okay. Bei einer 15er, 30er mit 15er Scheibe pro Seite, so viel Gewinde haben wir, glaube ich, nicht. 15 pro Seite? Ja. So viel Gewinde werden wir, glaube ich, nicht übrig haben. Wenn das Höchste, was geht, was wir an Gewinde übrig haben. Ich glaube, 25. Und das ist ein Bereich, oh scheiße. Geht nur bis 112, das heißt, wir müssen bei 112 einsteigen von der Breite. Aber das sind ja variable Distanzscheiben, die können ab einem gewissen Maß. Hier haben wir noch eine 25er und die geht von 108 bis 120er Lochkreis. Also 12,5 pro Seite hast du jetzt. Ja. Ne? Ja, besser als nichts. Ja, ja. Trilo kommt auf jeden Fall Öl raus. Hm? Die Anschlüsse müssen wir auf jeden Fall so eine Schleife reinmachen. Und an welchen denn? Hier am Getriebe, die beiden Anschlüsse. Mhm. Da muss auf jeden Fall was rein, da ist was rausgekommen. Damit geht es demnächst weiter. War gerade eine sehr lustige Situation. Ja. Also der Supra sprung gerade das erste Mal an, das Video kommt. Und der Sound war sehr krass. Ne? Und wir haben ein bisschen warm laufen lassen, haben so Gas gegeben. So. Also es war sehr laut, ne? Also riesige Töse, die offen ansaugen. Wow, 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 ne? Und dann ist aus. Keiner redet. Ich guck hoch zu Manni. Manni. Ich guck rüber zu Movo. Movo. Und ich glaube, wenn man das als Frau so sieht, denkt man, die können doch nur sterben. Die können doch nur vom LKW überfahren werden. Die spinnen doch. Weißt du, so ein bedrohliches Geräusch und danach diese Seelenruhe im Mann. Rüber. Reinster Genuss hier. Ja. Ah, ich glaube, ich habe einen Denkfehler gerade gemacht. Ja, wollen wir gleich sehen. Ich habe jetzt das Außenmaß von der... Ob mir das jetzt geholfen hat, dass ich den Zentrierring mitgenommen habe, frage ich mich gerade. Doch, hat's. Ups. So. Das ist schon mal gut, ne? Ja, schon mal gut. Ach ja, jetzt haben wir hier unsere Lacknuts, die wir gerade gefunden haben. Ah, hier steht's doch. Guck mal hier, hier. Wie hieß die App nochmal, die das übersetzen kann? Google Übersetzer. Das ist dieser Google Übersetzer. Okay, wir lesen es mal eben, was da steht. Ja. Japanisch. Muss runtergeladen werden. 49 MB. Wenn das als Mensch so gehen würde, ne? Jetzt kann ich Japanisch. Geschlossene Ende durch Einbau einer geschlossenen... Kohäsionsbeständigkeit durch Einbau einer geschlossenen Endkappe. 6K-Mutter hervorragend. Mhm. Haltbarkeit! Ausrufezeichen, steht da. Ja, krass, das macht ja sogar Sinn, der erste Satz. Geschmacksmusterregistrierung. Ah, okay. So, okay, dann mache ich hier wieder rein. Das ist Korrosionsschutz. Ja, wichtig. Felge hat hier so eine Fräskante, siehst du das? Und das bringt dann nichts. Da ist aber noch. Oh. Ist ja neu hier. Haben wir Restgewinde? Nein! Wie nein? Zum Runterstellen probieren wir das. Okay? Ja. Aber gibt es nicht auch so Distanzscheiben, wo nochmal Stehbolzen dran sind? Ja, genau. System 2 ja. Heißt das meistens. Und das gibt es ja. Weil dann könnte man ja auch noch breiter machen, theoretisch. Hä? Dann könnte man ja theoretisch noch breiter gehen, ne? Wir können jetzt einmal zählen, jetzt wo wir anliegen, wie viel das wirklich ist. Aber so hätten wir 1, 2, 2,5. Fantastisch, oder? Nur zum Rausrollen. Aber ja, jetzt gucke ich erstmal auf die Felge, das sieht schon mal besser aus. Ja, safe. Ja, jetzt machen wir hinten nochmal 18 drauf. Und dann ist das vielleicht doch geil. Ha! Ich glaube, das sind die kleinsten Räder, wo ich mich hier darauf gefreut habe, dass sie draufkommen. Obwohl, nee, beim Golf 2. So. 10 mal 18. Mhm. Innen ist noch eine Menge Platz. Und außen nichts. Das ist komisch, oder? Nichts. Also ich finde, das Rad sitzt jetzt schon sehr gut. Deutlich besser als vorne. Ja, deutlich. Aber ja, auch vorne haben wir Profil drauf gemacht. Ja, ja, klar. So. Sehen die NSX aus, die ich bei Instagram like? Aber der Reifen ist schon echt schmal, ne? Na klar, das ist jetzt noch schmaler.
Dann mache ich es drüben noch drauf und drüben machen wir vorne ohne Distanzscheibe und entscheiden dann, wie es dann so steht. Ja. Vielleicht machen wir auch vorne einen Tick schmalere Distanzscheibe, weil dass wir sogar mit Distanzscheibe fahren könnten mit mehr Gewindegänge. Ja. Gib mir noch einen Moment, dann geht's los. Also was ich wirklich nicht schön finde, sind die Deckel in der Mitte. Also doch, ich muss jetzt sagen, hinten für eine 10x18 sieht echt amtlich aus. Und ich glaube, 19 wäre zu groß, wenn ich sie so sehe hinten. Vorne, weiß ich nicht. Warte mal lieber, lass mich mal auf der anderen Seite gucken, nicht, dass es jetzt doch zu weit raussteht, weißt du? Jo, das ist zu breit. Weil hier sieht es sogar okay aus. Ja, krass. Warte mal. Achso, ist schon unten. Ja, yeah. Ja, yeah, okay. Boah! Guck mal vorne! Platz gekommen. Ach, findest du Silber vielleicht zu langweilig? Was wäre denn nicht zu langweilig? Bronze? Bronze finde ich geil. Sebastian, du sitzt ja jetzt nur hier, um zu bewerten, wie du die Felgen findest auf dem Auto. Ja, hat was. Okay. Also, ich habe was anderes gedacht, was da drauf kommt. Was denn? Wie immer? Ja, mehr dieses wie der RX-7. Ah, sowas. Sowas habe ich mehr gedacht. Mhm. Sieht auch gut aus, aber ich habe das anders gedacht. Mhm. Ja, ist halt nur eine Budgetsache. Ja, ich denke mir schon, dass die vom RX-7... Die vom RX-7 sind empfindlich. Ja, glaube ich auch. Okay, ja, aber Auto ist jetzt echt krass hoch. Wir machen nochmal hoch, Distanzscheibe runter und dann werden Movo und ich eine Runde in diesem Fahrzeug fahren und werden das erste Mal erleben, wie das ist, so ein Auto zu fahren, das dann auch Kontakt zur Straße hat. 17 Zoll und 18 Zoll, Claudio. Mhm. Das sieht schön. Groß aus eigentlich. Das sieht gut aus. Aber das ist 17 Zoll. Ist ja nicht schlimm. Nee, ne? Nee. Aber ich würde auch eigentlich jetzt gerade vom Bauchgefühl auch nicht mehr größer gehen. Vielleicht vorne auch 18. Das Radhaus ist ja auch nicht wirklich groß. Nee. Und es passt auch zum Alter des Fahrzeugs. Die Größe. Die Dimension. Mhm. Genau. Ja, manchmal übertreibt man, ne? Ja. Ich bin dafür auch bekannt. Weiß ich. Wir messen mal. Wir hatten 64. 64 und 68. 64 und 68. Das Auto steht jetzt vorne bei 64,5. Also hoch. Ja. Und vorne, hinten ist 68,8 so. Ja. 5 mm und 8 mm hochgekommen. Ja. Das ist doch für den Tuner perfekt, da kann er ja nochmal 8 mm tiefer gehen. Doch, das wird gut. Nur ich finde die Felge ein bisschen zu langweilig. Von der Farbe her. Da kann man ja dran arbeiten. Ich hab Bock, wir fahren. So, let's go. Die Decke müssen aber noch raus. Oder müssen wir folieren oder so, die sehen scheiße aus. Ich würde die rausmachen, so Motorsport-Style, glaube ich. Ja. Ja. Ah, der ging sogar so ab. Ja, viel geiler. Ja, ne? Ja. Ja, wir können es ja da vorne jetzt vorstellen. Aber viel besser. Ja. Ich weiß nicht warum, aber dieses Auto hat es mir irgendwie angetan. Also wirklich. Jetzt erst seit dem hast du das davor auch schon? Doch, davor auch, aber auf gar keinen Fall hätte ich gedacht, dass er mir so viel Freude bereitet, wenn er da ist. Ist auch gefühlt so die japanische Interpretation von so einem 964 so. Mhm. Aber auch schon so ein bisschen, krasser Begriff jetzt, Supersportwagen, optisch. Von der Leistung überhaupt nicht, aber eher... Ah. Oh, krass. Ich kann echt nicht verstehen, dass Leute bei Reifen sparen, ne? Ja, ich muss mal sagen, das ist so ein wichtiges Thema. Das ist echt krass gerade. Das ist echt krass. Also das Auto ist Punkt 1, es waren vorher so Bridgestone-Dinger drauf, ne? Das Auto hat geklappert und war unheimlich hart. Mhm. Man würde ja immer denken, wenn man größere Felgen drauf macht, dass das Auto jetzt härter wird. Ja. Massive Gegenteil. Das Auto ist deutlich komfortabler. Hier mein neuer Schaltknopf, den ich mit meinen dreckigen Pfoten erstmal schön einbeile. Der Effekt vom Komfort, vom Abrollen, wie das Auto jetzt fährt mit den neuen Reifen, das ist schon ein Unterschied, der hat sich echt gewaschen. Hat sich wirklich gewaschen. Du merkst auch, dadurch, dass der Reifen mehr in sich arbeitet, ist es weniger Stress für den Stoßdämpfer, weil der Stoßdämpfer hat vorher durch den harten Reifen so punktuelle Schläge bekommen. Und wenn der Dämpfer jetzt schon ein bisschen älter ist, was er hier in diesem Fall ist, dann hast du so einen Hektikmoment, wo du als Fahrer eine tausend Sekunde spürst, dass du den Bodenkontakt zur Straße verlierst, weil der Dämpfer so einen Minischlag macht oder so eine Entlastung, keinen kompletten Bodenkontakt verloren, aber Reifen federt halt ein und dadurch hast du auch eine Gewichtsverlagerung, einen Lastenmoment, der rausgeht aus der Achse. Das ist jetzt alles weg, das ist jetzt viel matschiger auf der Straße
ne, und viel solider. Weil hier zum Beispiel, hier ist ein gutes Beispiel Dortmunder Straßen. Ja, viel besser. Oh. Das ist ein Video, wo Tuning Gutes getan hat. Optik, er ist höher gekommen, damit man nachher wieder tunen kann und tiefer legen kann, was sehr, sehr gut ist. Das Auto fährt Lichtjahre besser. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich will jetzt einmal im Kreis fahren, ohne dass das passieren kann. Also nicht driften oder irgendwie zu schnell fahren, sondern einfach im Kreis fahren und gucken, wie das Grip-Level so ist jetzt von dem Auto, ne? Und vermessen werden muss. Und ich habe auch schon eine Idee fürs nächste Video, wie wir den Wagen vernünftig tiefer legen. Anders als sonst. Ich würde sagen, wir fahren noch eben durch die Kurve und dann steigen wir ein in den Porn und gucken uns an, wie wir ein Auto höher gelegt haben und dabei auch noch stolz sind. Aber jetzt schon besser. Ja, ja. Du merkst, dass dieser Produktionsschleier wirklich abgeht von den Reifen. Oh, echt gut, ne? Und wir sind sehr weit weg von Schleifen. Das ist ein voller Erfolg, dieser Umbau. Ein voller Erfolg. Ich würde sagen, wir springen in der Zeit und genießen den Luxus einer Zeitblase und gehen einfach jetzt in den Porn und wir in den Stau. Tschüss. They're picking sides, they're crossing the line. I stick to the truth, I'm one of a kind. Gave it a God and follow his signs. Now all of a sudden I'm stuck in my prime. I'm wishing them well, I threw him a dime. They stuck in the shell, they're drowning with time. You see the game, we still undefined. If they coming at us, they better rewind. Yeah, walking around with drip on me, gotta make sure I don't fall. I got kiss ass looking up to me, gotta watch the way I talk. When they talking all that fakery, I just don't get involved. Got them praying on my downfall, but they still gon' sing my song. They doing the same thing.